Der kantonale Hauptwanderweg verlief einst im ganzen Bisistal durchgängig und auf der asphaltierten, vielbefahrenen Straße. Seit der Einführung der kantonalen Verordnung zum Fuss- und Wanderweggesetz im Jahr 2004 ist das zuständige Umweltdepartement des Kantons Schwyz bestrebt, den Hartbelag auf dem Wanderwegnetz zu reduzieren. So wurden zusammen mit der Gemeinde Murtatal mehrere Teilabschnitte auf insgesamt 3 Kilometern von der Straße aufgehoben und auf ein neues, abwechslungsreiches, zum Teil historisches Trassé verlegt. Der neue Weg führt durch naturbelassene Landschaft und weitgehend entlang der Murta. Die Prirando-Jury hebt neben dem bemerkenswerten Engagement für hartbelagsfreie Wanderwege auch die partizipative Planung und optimale Unterhaltsregelung hervor. Diese bewirkten eine starke Akzeptanz des Vorhabens. Nur durch den Einbezug zahlreicher Akteure, vor allem der Grundeigentümer, konnte eine Wegverlegung in dieser Dimension überhaupt stattfinden.